So, da sind wir auch wieder zurück mit einem sehr, 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 sehr wichtigen Video, was ich für mich selber auch bei YouTube nachgucken musste, weil ich habe ihn einfach bei uns auf der Map nicht gefunden. Wenn ich ihn gefunden habe, gebe ich euch natürlich ein Update, aber wen haben wir hier? Der Händler. Ihr seht schon die kleine Blubberblase. Also hier kommen auch keine Gegner rein. Ich werde euch gleich direkt verraten, wie ich das Ganze gefunden habe. Grüße gehen erstmal an alle raus, die dieselbe Map benutzen, bevor es wieder heißt, du hast kopiert. Ja, ich habe kopiert, aber es gibt natürlich auch bei mir Zuschauer, Abonnenten, die den auch verzweifelt suchen. Aus dem Grund einfach dieselbe Map genommen. Und aber bevor wir dazu kommen, erstmal kurz, was hat der liebe Händler? Er hat eine Weihnachtsmütze für 100 Münzen. Der Twebaga-Reif. Lichtquelle. Ach, das ist, wo man dann als Kopfbedeckung quasi wie so eine Lampe hat. Dann Megingiat. Dadurch hast du deutlich mehr Tragelast. Du kannst statt 300 Kilo dann 450 Kilo tragen. Je mehr Fleisch. Keine Ahnung. Werde ich mir aber auch noch kaufen. Definitiv. Dann gibt es die Angelrute und den Angelköder. Jetzt kommen wir erstmal dazu, wie habe ich das Ganze gefunden? Weil wenn ihr die Map anguckt, ihr seht schon, ich bin nur hier gewesen, um den Händler zu finden. Ganz kurz zur Route. Ein anderer YouTuber ist die Route so rumgegangen, am Wasser entlang. Hier kann man dann rübergehen und so. Ich habe den Fehler gemacht. Wenn schön entspannt, komplett an der Eisfläche vorbei, könnt ihr natürlich auch machen. Dann seid ihr hier irgendwann im Auenland und könnt dann so rübergehen. Also, wie gesagt, guckt euch das wirklich genau an. Warte mal, ich markiere das mal gerade noch größer. Zack, zack, zack. Geht es noch größer? Ja. Also, ihr rennt erst schnurstracks geradeaus, bis ihr auf die Eisfeld trifft. Dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr davor steht, entweder geht ihr nach links am Wasser entlang, bis ihr an so gewisse Inseln kommt. Da könnt ihr dann rübergehen. Zack. Oder aber ihr geht wieder geradeaus auf den Eisberg quasi zu und rennt hier rum und dann hierher. Ich würde aber empfehlen, nehmt den Weg, weil der hier ist ein bisschen umständlicher. Dann, welchen Tipp kann ich euch noch mitgeben? Wenn ihr den ersten Boss hier gelegt habt, habt ihr ja die Fähigkeit von Eiktür. Benutzt diese, weil dann hält eure Ausdauer länger und ihr könnt auch länger laufen. Nehmt euer stärkstes Essen mit, damit ihr, wie gesagt, auch länger laufen könnt. So, jetzt kommen wir aber dazu, welcher Seed war das und wie stellt man das Ganze ein? Ich meine, ich habe schon ein Video hochgeladen wegen Multiplayer, auch warum Surfer nicht erreichbar sind, aber wir loggen uns erstmal hier aus. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fragen habt, schreibt es entweder in die Kommentare, egal bei welchem Video, ich gucke mir sowieso alle Kommentare an. Oder aber schreibt es halt hier drunter. So, dann Spiel starten. So habe ich die Map auch, mein Charakter. Holt euch, wie gesagt, auf dem Charakter genug mit von eurer normalen Insel. Dann geht ihr auf Spiel starten. Wie ihr seht, ich habe das Ganze schon YouTube genannt. So, dann können wir das Ganze aber gerade eigentlich. Ja, ihr geht einfach auf Neu. Gebt dem Kind einfach einen Namen. Wir nennen es jetzt einfach Kind, weil ich es gerade so schön gesagt habe. Dann gibt ihr hier ein 42069 LOL XD. So, jetzt bin ich schon mal gespannt, aber der wird wahrscheinlich meckern, weil das derselbe Seed ist. Ja, wird er auch meckern. So, dann habt ihr das Ganze erstellt. Bei euch wird dann halt hier Kind stehen. Seed, geht einfach da drauf. Dann auf Surfer starten und Abfahrt. Dann lädt das Ganze, dann startet ihr, aber nicht da, wo ich natürlich jetzt gestartet bin, sondern ihr startet wieder an dem Steinkreis, da wo ihr auf jeder Map landet und dort müsst ihr dann einfach den eben angegebenen Weg eingeben und so könnt ihr das Ganze eigentlich dann ganz einfach finden. Ich zeige euch den Weg einfach nochmal gerade, wenn es mal fertig geladen hat. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt über 50, 60, 70 Spielstunden, aber habe den Händler einfach nicht gefunden bei uns, deshalb habe ich jetzt einfach die nicht ganz tolle Art benutzt und habe quasi in Anführungszeichen gecheatet. Also so würde ich es bezeichnen, weil ich ihn bei mir nicht finde und mir dann woanders dann besorge. Aber ich sehe. Hauptsache, wir haben den Händler. Wenn man dann selber gefunden hat auf der eigenen Map, ist natürlich auch noch schön, aber ich werde wahrscheinlich alles leer kaufen, wenn ich genug Münzen habe und das war's dann. So, ich zeige euch nochmal gerade ganz schnell den Weg. Also hier oben bei dem Punkt werdet ihr starten. Ihr geht einfach runter Richtung Süden. Dann geht ihr am besten geht ihr hierher, bis ihr auf Wasser stoßt.
Geht am Wasser lang, bis ihr an diese Stelle hier kommt. Dort könnt ihr dann einfach rübergehen und dann durch das bisschen Dunkelwald. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der Händler wird sehr früh auf der Map angezeigt. Also ich glaube, ich war hier, da wurde er mir bereits schon da angezeigt. Also wenn ihr den findet, ich kann euch jetzt wirklich sagen, ihr werdet ihn definitiv nicht übersehen irgendwann auf der Map. Also wenn ihr hier rumlauft, wird er hier quasi schon angezeigt. Oder wenn ihr hier seid, wird er da angezeigt. Also da braucht man sich keine Gedanken zu machen, wenn man auf der eigenen Map endlich dann mal gefunden hat. Ja, und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich bin erstmal glücklich, dass wir den Händler haben, weil das Tragen mit 300 Kilo ist schon ein bisschen lästig. Aber ich weiß jetzt schon, 450 Kilo ist auch nicht mehr. Also man holt dann einfach 10 Eisen mehr mit. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, euch noch einen schönen Sonntag. Weil wir haben gerade Sonntag. In dem Sinne, haut rein.